Ja, mein Name ist Conny Reuter. Ich bin jetzt im dritten Jahr der globale Koordinator der Progressive Alliance. Viele werden sich fragen, was ist Progressive Alliance? Progressive Alliance ist die globale Kooperationsplattform der sozialdemokratisch-sozialistischen und progressiven Parteien, die 2013 im Rahmen der 150 Jahre SPD gegründet wurden, unter anderem und maßgeblicher Beteiligung und maßgeblicher Unterstützung der SPD. Heute 140 Parteien weltweit von Lateinamerika, Afrika, Asien, Europa und natürlich Neuseeland und in Australien nicht zu vergessen. Was sind die Themen? Wir haben uns natürlich beschäftigt, jetzt vor allem während der Pandemie, mit der Frage Impfgerechtigkeit, Zugang zu Impfstoffen, haben uns beschäftigt mit der Frage eines neuen integrativen Multilateralismus, mit der Frage von nachhaltiger Demokratie und jetzt hatten wir beschlossen, uns mit dem Thema Frieden, Sicherheit und Sicherheitskonzepte zu befassen. Das bringt uns natürlich direkt zu dem Thema, was jetzt alle beschäftigt und nicht nur beschäftigt, sondern vor allem beunruhigt, die russische Aggression, die Invasion in der Ukraine. Natürlich gibt es eine europäische Sichtweise und eine außereuropäische. Die europäische, das haben wir diese Woche unter anderem gemerkt bei der Sondersitzung des Europaparlaments, bei der der Präsident Zelensky zugeschaltet war. Die europäischen Institutionen stehen zusammen, die europäischen Mitgliedstaaten stehen zusammen. Wir sehen es auch in der Frage der Handhabung der Flüchtlingskrise und der vielen Flüchtlinge aus der Ukraine, die jetzt ankommen. Auf einmal ist die EU geschlossen. Hoffentlich hat das nicht nur mit der Hautfarbe und der Religion der Flüchtenden zu tun. Das andere ist, wie wird es außerhalb Europas gesehen? Und da ist die Landschaft etwas komplexer. Natürlich gibt es auch innerhalb der progressiven Familie, insbesondere unter denjenigen, die in Befreiungsbewegungen aktiv waren, die in einer antiimperialistisch und antiamerikanischen Tradition weiterleben, natürlich die Versuchung, dem russischen Narrativ Recht zu geben und zu sagen, es muss doch eine Bedrohung gegeben haben. Die NATO hat doch Russland unter Druck gesetzt. Und insofern müssen wir da etwas aufpassen und aktiver werden. Sonst haben wir ein großes Dilemma, dass sozusagen auch in der Familie dieses Gift der Propaganda und der Fake News von Putin Fuß fasst. Das andere, was wir auch weiter verfolgen müssen und auch jetzt schon sehen, ist natürlich auch eine massive Präsenz auch Chinas. China versucht deutlich zu machen, es geht nicht um Ideologie, wobei Ideologie und anderes ist nicht zu trennen. China ist ein wichtiger Handelspartner in Afrika, Asien und Lateinamerika. Und die Chinesen haben auch angefangen, auch bei Mitgliedsparteien der Progressive Alliance Parteischulen mit aufzubauen und zu unterstützen. Natürlich immer mit dem Hinweis, es geht nicht um Inhalte, sondern nur um das Gebäude. Aber dass das nicht haltbar wird, wissen wir auch. Deswegen mein Anliegen, die Progressive Alliance ist die internationale Kooperationsplattform der SPD und anderer Parteien. Die SPD hat ein wichtiges, großes Renommee zu verteidigen. Und zusammen müssten wir mit der SPD und den Schwesterparteien weltweit auch diese Frage, wie lässt sich in Zukunft Frieden sichern durch Diplomatie, durch Verteidigungspolitik, durch Abrüstung und durch Entwicklungspolitik. Und insofern kann ich nur sagen, das Feedback, was ich bis jetzt bekommen habe zu der Rede von Olaf Scholz als Bundeskanzler am Sonntag, war sehr, sehr positiv, für viele überraschend. Verständnis wird gezeigt, aber wie gesagt, mit einem Unterschied, hier die europäische Reaktion und da die außereuropäische Reaktion, insbesondere im globalen Süden. Also es gibt viel zu tun. Am besten mit der Progressive Alliance.